So, und jetzt, da ich sprachlos bin, hoffe ich, haben wir einen Musikbeitrag von Photon. Ja, wir haben ihn. ja. Natürlich, läuft alles nach Plan. War alles so geplant. Also ich werde jetzt für euch nochmal Frieden in allen Nationen bringen. Wenn denn, ja, kann losgehen. Wurde höchste Zeit, dass Info-Rap die Nebelkerzen löscht. Es geht um ein Ereignis, das geschichtsträchtig ist, jeden Einzelnen betrifft und langsam tötet wie ein Gift. November 1910, Jekyll Island, USA, ein Senator, ein Minister, viele Banker waren nah. Ein geheimes Treffen, kein Bürger ahnte die Gefahr. Sie erschufen ein System, skrupellos und unberechenbar. Wenn diese Zentralbank in Amerika hält die Welt im Bürgergriff bereits seit mehr als 100 Jahren. Warum das keiner sah? Ja, das ist doch sonnenklar. Die Fed lenkt Politik und Presse wie ein Avatar. Wen wollt ihr denn noch lenken, wenn die Menschen sich vereinen? Die Propaganda boykottieren und die Politik verneinen. Neuer Karten aus dem Rhein mit jedem Menschen, der erwacht. System wird reformiert von dem, der es getragen hat. Wir geben uns für Friede, Freiheit und Information. Denn was fehlt, ist Liebe, Gleichheit in allen Nationen. Und so stehen wir Hand in Hand. Andere Noten für uns einfach keine Werte ausdrücken. Haben unser Leben lang gefangen. Doch gemeinsam können wir schaffen, aus dem Kerker zu flüchten. 1913 wird ein Präsident der USA unterzeichnet. Ein Gesetz bringt unsere Zukunft in Gefahr. Der Fed Act hetzt jetzt weltweit gegen Menschen. Und die Banker, die ihn schützen, sind unsere mächtigen Regenten. Stehen über der Regierung, wer das Geld hat, denkt die Welt. Monopolisierung bis der letzte Groschen fällt. Über 16.000 Banken hat die Fed sich einverleibt. Einflussreich der Motor, der Maschinerien betreibt. Presse, Medien, Politik, Wirtschaft, Militär. Die Machteliten machen uns das Leben hier auf der Erde schwer. 1933 wird der Goldstandard abgeschafft. Bürger treten an die Fed, ihre letzten Waren wert ab. Und zu John F. Kennedy, dem einzig wahren Präsident, übergab uns 63 ein sehr mächtiges Geschenk. Die Executive Order gibt den Menschen ihre Macht zurück. Bevor es dazu kam, hat sie durchgedrückt. Wir geben uns für Friede, Freiheit und Information. Denn was fehlt, ist Liebe, Gleichheit in allen Nationen. Und so stehen wir Hand in Hand. Weil eure Noten für uns einfach keine Werte ausdrücken. Und weil unser Leben lang gefangen. Doch gemeinsam können wir schaffen, aus dem Kerker zu flüchten. Fiat Money, ich hoffe, das ist euch allen ein Begriff. Das bedeutet, Banken schätzen unser Geld einfach aus dem Nichts. Verschuldung durch den Klick, Fettinsatzfabrik. Sie kassieren kräftig Zinsen, unsere Schulden, ihr Profit. Ihr steht hier in der Kritik, ihr bringt uns sicher nicht auf Kurs. Moody's, Fitch, Standard & Poor's geben Ratings auf ein Land und das noch aus privater Hand. Welche öffentliche Wahl hat euch zum Henker der Nation ernannt? Nutzt du mein Verstand, sind einfach eins und eins zusammen. Wir stehen alle hier gemeinsam, zu zeigen, wir haben keine Angst. Habt euch seit Jahren in euren Glastürmen verschanzt. Wenn wir friedlich demonstrieren, haben die Eliten keine Chance. Wir fordern, dass die Federal Reserve kein Geld mehr drucken lässt. Mit Patex überwinden wir Federal Reserve weg. Banker dieser Welt haben unseren Einfluss unterschätzt. Sie konnten viele Menschen blenden. Die Masse schaut nicht länger weg. Für Friede, Freiheit und Information. Denn was fehlt, ist Liebe, Gleichheit in allen Nationen. Und so stehen wir Hand in Hand. Weil eure Noten für uns einfach keine Werte ausdrücken. Von unser Leben lang gefangen. Doch gemeinsam können wir schaffen, aus dem Kerker zu flüchten. I have a dream. All free men, wherever they may live. Danke JFK, danke Malcolm, danke Gandhi, Mr. King, John Lennon, Rio, Reiser, Tupac, Bruce Lee, Geschwister Scholl, Che Guevara und Mr. Michael Jackson mussten uns verlassen, weil sie für den Frieden kämpften. Dankeschön. So, dann hoffen wir mal alle auf Christian, dass er jetzt auch wieder am Start ist. Christian, dein Einsatz? Jawohl, super. Dann geht's natürlich nach Plan weiter. Nach Plan, du vielleicht. Lieber ohne, dann läuft's immer. Läuft auch hervorragend soweit. Jetzt